Ach, wo ist denn das Jahr schon wieder hin? Der Januar ist schon wieder vorbei, das heißt, es geht schon wieder auf Weihnachten zu, ne? Wir haben ja ohnehin keine Wetteränderung mehr, es ist ja eigentlich nur noch Sommer. Ich soll, solange das noch geht, Geister jagen. Und zwar mache ich das auf meine Lieblingsart. Ja. Und ich habe die Challenge nur mit Startausrüstung überleben, also mache ich das direkt. Und dann gehen wir rein. Die Sicherung ist in meinem Keller in letzter Zeit. Ich hatte schon länger keine Garagensicherung mehr irgendwie gefühlt. So, rennen. Viel schneller. Ah, die Lichtschalter sind endlich mal wieder richtig rum. Für alle, die sich wundern, warum ich ohne Taschenlampe reingehe, ich mache mittlerweile Tanglewood eigentlich immer ohne Taschenlampe, weil ich es total spannend finde. Und ist wieder richtig rum. Weil ich es total spannend finde. Und weil ich halt einen Gegenstand mehr mitnehmen kann. Jetzt muss ich nur irgendwas finden. Und das Thermometer. Ah, ich habe eh kein Thermometer. Muss ich aufpassen. Ich würde dir fragen, bist du da? Tu irgendwas, aber er hört mich ja nicht. Ich brauche ja nicht den anderen Rechner wieder. Ich will da Spracherkennung haben. Das ist viel cooler, das Spiel damit. Habe ich den Lichtschalter angemacht? Wahrscheinlich. Kein Knochen. Bisher noch keine Anzeichen eines Geistes. Aber ein Anzeichen eines Knochens. Wieder vorne in der im Badezimmer. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Kinderzimmer. Alles. Warte, ist der an einer anderen Stelle? Ne, ist richtig. Ich sehe nichts. Noch zwei Zimmer haben wir. Bisher noch gar keine Hinweise. Hallo, Mr. Geist? Oh. Hast du hier schon was gemacht? Zumindest schon mal an. Machen. Gut, die Kamera hätte ich natürlich auch noch da lassen können. Egal. Das ist noch genug. Wir haben schon einen EMF. Kruzifix habe ich nicht. Bewegungsmelder habe ich auch nicht. So, er hat die Orbs etwas besser sichtbar gemacht. Das heißt, wenn ich einen Orb habe, ist die Chance, dass ich ihn sehe. Oh, guck dir mal an, wie man endlich in diesen Streethäusern die Kamera sieht. Das ist toll. Leider kein Orb, aber. Oh, ein bisschen lauter. So. Oh ja, ist sehr leise. Großartig. Na gut. So. Ey, guck mal das Licht. Es ruckelt ein bisschen. Das bin ich gar nicht so gewöhnt mehr. So. Haben wir hier was? Da bist du. Oh, habe ich den erwischt? Warte, erstmal. Okay, ist ein EMF5. Mist! Mist! Mist!
Ich hasse diesen blöden Cooldown von diesem, von dieser blöden Kamera. Links ist das gemacht. Also ein EMF5 habe ich jetzt zumindest schon mal. Aber trotzdem, das ist so fies. So. Gut, dann gucke ich mal so in die Gegenrichtung. Hast du die Sicherung? Nein, war sie nicht. Du hast es gerne dunkel. Warum ruckelt es heute denn? Habe ich zu viel Sachen auf? Ich muss vielleicht gleich mal Browser zumachen und so ein Zeugs. Ist nicht gewöhnt, dass das Spiel noch mal ruckelt hier. Auf dem Rechner zumindest. Gut. Ärgert mich! Dieser blöde Cooldown von der Kamera, den. Ich fände es gut, wenn er vielleicht eine Viertelsekunde niedriger wäre. Der ist hinderlich. So. Also ich habe bisher MR5. That's it. Großartig. Mach schon. Ich muss nicht irgendwas sagen, oder? Wie alt bist du? Ah, nichts erkannt. Ich mir noch. Das dauert so lang, das ist echt lästig. Komm schon. Dankeschön. So, kommt das weg. Aus mit dem Buch. Aha, du hast ins Buch geschrieben. Okay. Ich habe schon ein Interaktionsfoto, glaube ich. Das heißt, das muss ich auch nicht mehr fotografieren. Das heißt, ich habe jetzt drei Beweise und kann gehen. Lass mich gucken. Fotos, Interaktion, Knocheninteraktion, weiß. Ich habe EMF, ich habe Geisterbox und ich habe Geisterbohren. Das ist. Ah, das erklärt auch die Aktivität. Ja, dann gehen wir doch. Da, ich brauch's nicht mehr. So, war ja auch nicht mehr. Okay. Das war einfacher als gedacht. Das mit Startausrüstung finde ich gut. Knochen habe ich mehr, kann ich nicht mehr raus. Und ich hätte höchstens noch ein Ouija-Brett finden können. Die kann man nochmal anmachen sollen. Alles gut. Geist ist auch tot. Honi, tschüss. Endlich mal eine Profikarte, die komplett smooth läuft. Okay, auf Tanglewood ist das nicht so das Problem im Allgemeinen. Okay, ja, ist doch ganz gut. So, was habe ich denn noch, was ich machen soll? Ah! Okay, erreichen Sie nur geistige Gesundheit. Och, dann könnte ich nochmal eine Schule oder ein Prison machen. Da ist er, der Axtmörder. Ah, da sieht man jetzt auch das Foto. Da hätte ich eigentlich im Buch gucken können. Das war mein Interaktionsteil. Das war der Fehlschlag. Das war das Abschiedshut. Und das war was anderes. Okay. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal gleich eine andere Folge spielen. Später gleich. Na, werden wir sehen, ne? Ihr kennt das ja. Bis dann, ne? Ciao.